much hungry for dinner at 8. She adores to theater, but never come late. She never bothers with anyone she hates. That's why the lady is a drunk. She doesn't like dice games with barren centers. Won't go to Holland, dressed in ermine and pearls. She won't dish dinners with the rest of those girls. That's why the lady is a drunk. Loves to breathe fresh wind in her hair. Loves without care. She's proud, but it's so cheap. California, it's cold and it's damp. That's why the lady is a tramp. She gets far too hungry round the mountain. Dinner at eight. She adores the theater and never comes late. She never bothers with anyone she hates. That's why the lady is a tramp. She doesn't like dice games with those girls. That's why the lady is a tramp. She loves to free French girls and dances with the wind in her hair. Lies without care. She's proud, but it's OG. California, it's cold and it's damp. Herzlich willkommen auch von unserer Seite her, die Lachlos Leverkusen Baden-Württemberg. Das erste Stück, was Sie gehört haben, heißt Back in Saddle. Das ist ein Stück von Tobias Becker, einem jungen, sehr dynamischen, sehr kreativen Big Band-Schreiber der neueren Generation, also ein bisschen jünger als wir. Also ich darf übrigens vorstellen, die attraktivste, intellektuell herausragendste, begeisterndste und natürlich auch hübscheste Boygroup Baden-Württemberg. Und das herausragendste Attribut habe ich ja noch gar nicht genannt. Sind alles Lehrer. Und ich finde, das ist wirklich herausragend. Und die kommen aus ganz Baden-Württemberg. Das werde ich Ihnen am Schluss dann noch vorstellen, aus den verschiedenen Landesteilen. Und wie die Frau Rektorin gerade schon gesagt hat, wir haben letztes Jahr, glaube ich, letztes Jahr, die Chronisten sind sich nicht ganz einig, ob 2001 oder 2002, unser 20-jähriges Jubiläum gefeiert. So lange gibt es uns schon. Immer mal wieder Wechsel, immer mal wieder haben wir auch Mädel dabei. Ja, das ist nicht so. Aber Big Band ist leider männlich immer noch. Wir wissen es auch nicht, woran es liegt. Das war eine Forschungsaufgabe, warum in Schulbands überwiegend auch Mädels spielen. Und sobald es in den Profibereich geht, SWR Big Band, Zero, Haber Big Band, Zero, NDR Big Band, Zero. In der Klassik haben wir es mittlerweile hingekriegt. Stuttgarter Philharmonik, glaube ich, sogar 60% Frauen und so. Aber so ist es halt. Der Jazz ist in manchen Bereichen. Das heißt,
Also, das zweite Stück brauche ich nicht noch einmal vorzustellen. The Ladies Tramp, einer der Hits von Frank Sinatra, nicht geschrieben, aber von ihm natürlich einfach unendlich oft und wunderbar interpretiert. Das nächste Stück ist eine Ballade. Balladen gibt es nicht nur für Sänger, Sängerinnen, sondern auch Instrumentalisten. Und dies ist eine wunderbare Ballade und gefeatured wird unser Trompeter, Martin Blum, hinten. Und er spielt Ihnen I Remember Clifford. Sowas wie unser Säulenheiliger, also so wie Bach für Kirchenmusik, evangelische. Ungefähr ist Quincy Jones für Big Band Literatur. Sie kennen alle Stücke von Quincy Jones, auch wenn Sie den Namen vielleicht jetzt gerade zum ersten Mal gehört haben.
Er hat zum Beispiel dieses legendäre Album von Frank Sinatra 1963 in Las Vegas im Hotel Sands aufgenommen, wo die ganzen Klassiker herkommen. Das sind Arrangements von Quincy Jones. War er neulich auch beim Stuttgart Jazz Open vor einigen Jahren. Gealterter, aber immer noch hochdynamischer Mensch, Quincy Jones. Das nächste Stück ist wieder eines. Wir schwingen zurück von diesem Grand Seigneur der Big Band Literatur zu wieder einem Newcomer. Diesen Tobias Becker haben wir nochmal ein Stück drin. Die Landeslehrer Big Band probt zumeist, jetzt hören die Schüler, nur einmal im Jahr. Da treffen wir uns dann für 3 Tage in Bad Wildbad, in der Fortbildungsakademie, in den Herbstferien. Falls Sie für den nächsten Stammtisch mal wieder was brauchen, Lehrer arbeiten in den Ferien. Ne? Dann können Sie das Argument durchaus auch mal wieder reinbringen. Die arbeiten nicht nur in den Herbstferien, sondern auch sonst mal. Und da holen wir uns dann immer mal wieder so eine Frischzellenkur und dann arbeitet ein Kollege, ein Musiker mit uns diese 3 Tage lang und bringt, wenn er eigene Stücke hat oder eigene Arrangements, diese mit. Und das nächste Stück ist wieder eins von Tobias Becker, das nennt sich Trip Drop. Das sind die Dinger, die man lutscht, gell? Trip Drop. Viel Vergnügen.
Wolfgang Grilli, deine Trompete. Ralf Bechtel am Alt. Und vorher hatte ich noch vergessen, ganz am Anfang gab es schon mal zwei Soli, nämlich Ulf Hannig am Tenor und Andreas Reif am Klavier. Warum wir heute hier sind, hat verschiedene Gründe. Der aktuellste ist er, deswegen komme ich jetzt dazu, weil ich gerade Ulf Hannig vorgestellt habe. Wir haben gestern Abend in Wertheim gespielt. Und zwar, wie alt ist Ihr Schul? Über 50. Da stinken sie brutal ab gegen die Wertheimer. Die haben gestern 650-jähriges Jubiläum gefeiert. Also ich meine, man muss fairerweise sagen, es hat irgendein Historiker ein Urkündchen rausgekriegt von irgendeinem Herzog, wo irgendwo ein Schulmeister besoldet wurde. Und das hat man dann zum Anlass genommen, die Gründungsurkunde des Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasiums Wertheim zu konstatieren und hat gestern 650 Jahre gefeiert unter Anwesenheit nur weniger Gründungsmitglieder. Also für Sonntagmorgen geht es vielleicht noch. Die Nacht war kurz. Und dann haben wir da gestern Abend gespielt im Kloster Bronnbach. Das war grandios, war zum ersten Mal dort. Also beeindruckendes Gemäuer und ich komme aus dem Bremstal, ich sehe aufs Kloster Lorch von meiner Terrasse aus, also ist auch was Schönes, aber das Bomber hat schon mal, das war doch richtig schön. Hat uns, glaube ich, alle beeindruckt und dann haben wir auch noch auf der Burg Rothenfels übernachtet, also wir sind jetzt gerade so richtig Kulturschwanger daher gekommen und machen jetzt ein bisschen diese Big Band Musik heute. Und was wollte ich jetzt eigentlich noch sagen? Ja, der zweite Grund war, warum wir nach Osterburg, dann war die Frage, wenn wir schon so weit da nach Norden fahren, also muss man ja kurz über Bayern, das ist für uns schon immer schwierig. Und da haben wir gedacht, schön ist, wenn wir den langen Weg machen, dass wir noch ein Anschlusskonzert haben und haben so rumüberlegt. Und dann, Osterburg ist... hat eine Tradition und dafür wollte ich mich einfach auch mal, was heißt bedanken, einfach feststellen, dass Osnabrück seit vielen, vielen Jahren in der Jazzlandkarte, was die Schulen anlangt, eine ganz gewichtige Rolle spielt. Wir haben in Baden-Württemberg nur, in Anführungszeichen, drei große Schüler-Jazz-Festivals. Das ist in Stuttgart, in Breisach und in Osnabrück. Also das muss man einfach mal feststellen. Ich war immer schon hier, ich gucke mal da ganz hinten rüber. Die Älteren unter Ihnen, die kennen ihn natürlich noch, Gernot Ludwig, der das über viele, 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 viele Jahre wunderbar gemacht hat, eine tolle Zusammenarbeit auch über Jahre gehabt haben. Und es ist nicht leicht, in solche Fußstapfen zu treten. Und der Patrick Benberg hat das hervorragend hingekriegt, wie wir vorher auch gesehen haben. Ich finde das ein extra Applaus. Und dann hat eben Ulf Hannig aus dem Rund telefoniert, in der Gegend zuerst Richtung Lauda und so weiter. Und das ist ja immer noch weiter, ist immer noch weiter weg. Und dann hat er mit Janik Stefan, der heute leider nicht da sein konnte, da sein kann, einer unserer Trompeter und der Landesbeauftragte für Jazz an den Schulen, hat er angerufen und gesagt, frag doch mal in Osterbrück nach mit Patrick Pendorf. Und hat Ulf Hannig angerufen und hat ihn irgendwo am Kopierer oder so rein. Ich sage, ja, Sie können sich so mal überlegen und so. Und dann hat er gesagt, brauche ich gar nichts überlegen, machen wir. Alles war so kurz entschlossen. Und deswegen sind wir heute hier. Und deswegen, achso, genau, den einen stelle ich dann auch noch kurz vor, der da ganz hinten rechts steht, der auch, das ist nämlich ganz kurzfristig zugewachsen, weil genau dieser Trompeter, der Janis Stefan heute nicht kann, hat dann Ulf Hannig aus Wertheim mitgebracht, den Michael Geiger, er ist Musikschulleiter und Trompetenlehrer in Wertheim und seit gestern Mittag gehört er zu uns.
noch erzählen, wenn ihr wollt, wenn ihr Zeit habt heute Vormittag und ihr schwänzt ja alle die Frühmesse, das habe ich gemeint, jetzt wäre dann nicht hier. Wir reisen kurz etwas nach Südamerika. Kann man heute gebrauchen, wo es so schön kalt ist draußen. Also Copacabana, Strand von Ipanema. Und was kommt natürlich? The Girl from Ipanema, wiederum mit einem schönen neuen Arrangement von Tobias Becker. Und ich erinnere bitte meine Kollegen am Klavier und natürlich die Karre dran, dass sie mir die Töne reichen. Sonderapplaus für die Techniker.
siebte Stück ist eines, wir haben gestern Abend gelernt, die Lateinschule ist eigentlich gegründet worden, respektive der Schulmeister, der bezahlt wurde, wurde in erster Linie dafür bezahlt, dass er ein paar Knaben fand, die sonntagmorgens lateinische Gesänge in der Kirche gemacht haben. Das war damals Grundbildung. Die Lingua Franca heute ist halt Englisch und so ist das meiste in eigentlich auch der Big Band Literatur Englisch. Aber jetzt haben wir einen Song genommen, der im Original zwar auch von Frank Sinatra und von vielen auf Englisch gesungen wird, aber im Original auch von, aus Französisch ist, und zwar von Gilbert Bécaud, die dem Monsieur 100.000 Volt, berühmt in den 60er und 70er Jahren. Und dieses Stück auf Englisch als What Now My Love und im Original Et Maintenant Que Vais Je Faire, wenn sie sich versetzt hat. Los geht's. Et maintenant, que vais-je faire depuis ce temps? Que sera ma vie depuis ce chant qui me diffère? Maintenant que tu es parti, toute cette nuit. Heutzutage auch. Allerdings, es geht um das Verhexen von Mädels zu Jungs oder von Jungs zu Mädels. Also immer, dass man immer genau das macht, was man eigentlich nicht will. Man weiß, es gehört sich nicht und tut es trotzdem. Witchcraft, Hexerei. Got it, switchcraft.
an ancient pitch, but one I wouldn't switch, 'cause there's no nicer witch than you. Nachzuhängen. Das Stück heißt Moaning, das ist eigentlich so, sich beklagen, ne? Jammern, maulen, maulen, also maulen, gut Schwäbisch, maulen, viel Spaß beim Maulen. Thank you.
Solo von Michael Geiler und Frank Wilke. Es erinnert sich seit gestern wieder an euch. Zum nächsten Stück ist gar nicht viel zu sagen, Sie werden es sofort hören. Das ist eine ganz eigene Klangfarbe, ein ganz eigener Ton. Das ist ein Stück von Miles Davis und heißt Tutu.
Emanuel am Tenor. Matthias Kuhlmann an der Gitarre. Tutu, Miles Davis. Das nächste Stück sage ich Ihnen nicht an. Das nächste Stück ist wenigstens eines, wenn man in der Schule ist, muss man schon auch irgendwie eine Aufgabe haben. Also Sie sind jetzt die Schulklasse. Ihr hört jetzt also ein Stück, das kennt ihr alle, aber so nicht. Also, erste Frage, wie heißt es im Original? Zweitens, wer hat es komponiert? Und drittens, wer es gut nachpfeifen kann, kriegt einen Lutscher. So, also, Achtung, fertig. Thank you.
Dank, vielen Dank. So, und wie heißt es? Blackbird. Wer hat es geschrieben? Lennon McCartney. Genau, ah, perfekt. Jetzt noch Five? Naja, okay, ich habe keine Lutsche. Also lasst es Five. Blackbird, ja, ein wunderbarer Titel. Also Beatles-Titel eignen sich schon auch wunderbar in verschiedenen Formen und Gestalten dargeboten zu werden. Und das finde ich ein wunderbares Arrangement. Wie es spielt mit diesem Vogel. Ja, zurück in den Vogel und weiter. So. Wir kommen, Sie müssen mit uns noch einmal reisen, also Sie dürfen mit uns noch einmal reisen in den Süden, nicht ganz nach Brasilien. Wenn Sie sich jetzt vorstellen, ich habe so einen Schlapphut auf, einen Trenchcoat an, und es ist dann so ein verregnetes Rollfeld mit einer alten Propellermaschine. In welchem Film sind Sie dann? Casablanca. Wir sind sofort im Film drin. Und das ist eigentlich die Titelmelodie dazu. Auch ein bisschen anders arrangiert, aber auch in dieser Form. Sehr, sehr schön. First time, gewiss bei. Moonlight and love song. Never out of date. Hearts full of passion, jealousy and hate. Woman needs man, and man must have his mate. But no one can deny. You must remember this. And kisses still a kiss. A sigh is just a sigh. The fortune to think about as time goes by. They still say I love you, on that you can rely. No matter what the future brings, as time goes by. Fight for love and glory, a case of do or die. The world will always welcome lovers as time. We'll be right back.
passion, jealousy and hate. Woman loves man, and man must have his mate, that no one, no one can deny. It's still the same old story, a fight for love and glory, a case of do or die. As time goes by, as time goes by. Thank you.